Jedes Jahr zu Weihnachten stelle ich den Besuchern meiner Webseite eine Reihe gespiegelter Bilder aus dem Universum zur Verfügung. Das wäre nicht möglich, wenn es nicht dieses Weltraumteleskop Hubble gäbe, wenn es nicht die NASA gäbe, wenn es nicht die ESA gäbe und all die anderen Menschen, die heute mit Instrumenten in das Universum hineinschauen und Bilder auf die Erde liefern, die wir von hier aus nie sehen könnten. Nun, das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist hier im Jahr 2012. Ich habe jetzt eine beliebige Aufnahme von der NASA genommen. Und was hier auffällt, ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Gestalt. Niemand soll glauben, dass diese Gestalt jetzt nur für die jetzige Zeit erschienen ist, sondern diese Gestalt gibt es schon seit Millionen, Jahr, Milliarden. Sie hat sich durch was für auch immer, welche Gesetzmäßigkeiten, die der heutigen Physik noch nicht bekannt sind, langsam an den Konturen, die es tatsächlich im Universum, in der Schöpfung gibt, angelegt, manifestiert und schaut uns heute an. Vor 3000 Jahren, vor 5000 Jahren haben uns diese Gestalten auch schon angeschaut. Nur die damals Lebenden, wir damals Lebenden, konnten das nicht sehen. Was für ein Glück, das zu sehen. Halten Sie das Video ruhig einmal an. Schauen Sie sich diese Gestalten an, die ich Ihnen im Jahre 2012 heute jetzt zur Verfügung stelle. Wie gesagt, mein Dank an die NASA. Wenn Sie nun die anderen Bilder, die ich noch für Sie jetzt hier bereit habe, ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen. Sie sehen hier eine Gestalt ohne einen Mund. Also diese Gestalt benötigt auch keinen Mund, denn sie benötigt auch keine Feststoffe, so wie wir, um zu leben, sondern sie bildet sich aus Energie. Und wenn also Wesen, die nur aus Energie bestehen, mit einem Mund und mit Ohren und mit solchen Dingen dargestellt werden auf der Erde, dann ist eins klar, die Betreffenden wissen nicht darüber Bescheid, wie es tatsächlich, in welcher Hierarchie und in welcher Ordnung diese ganzen Dinge gehen. Denn die Frage lautet natürlich, von was ernähren sich solche Gestalten? Und ich gebe Ihnen die ganz einfache Antwort, sie ernähren sich von Frequenzen, von Energien. Naja, und wenn Sie jetzt ein Stück weitergehen, dann sehen Sie auch noch andere hier. Zum Beispiel diese hier. Aus dieser Gestalt kommt eine ganz andere hervor. Im Hintergrund kann man, wenn man etwas länger hinguckt, ich markiere das mal, einen Kopf sehen und aus diesem Kopf kommt eine weitere Gestalt heraus. Diesmal allerdings eine, die so quasi auf den Knien, schaut euch das genau an hier, die scheint wie als ob sie auf den Knien vor uns sitzt. Aber das alles, liebe Freunde, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist dieser Kopf, der hier unten halb verdeckt drin ist. Er denkt sich diese Dinge aus. Er denkt sich ein Abenteuer der Schöpfung des Universums aus und die einzelnen Kapitel werden dann gehen hier aus, gehen aus dieser Sache hier, die ich jetzt als wie einen Kopf bezeichne, hervor. Schaut euch auch diesen Kopf mal an, guckt mal auch mal mit, verkneift ein bisschen die Augen, schaut hin, ihr werdet eine Reihe von Strukturen sehen, die auch für unser Auge in der heutigen Zeit doch noch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ungewöhnlich sind. Das sind die Köpfe, von denen ich eben gesprochen habe, die wir hier zu sehen bekommen. Ja, und dann will ich euch auch eine weitere Aufnahme hier zeigen. Da sieht man wiederum eine ganz andere Sache hier. Auch hier wiederum wenn ihr genau schaut, im Hintergrund eine Figur und dahinter jetzt eine Art Bauwerk, eine Art Instrument, das jetzt hier drin ist. Denkt bitte daran, das sind keine Augenblicksaufnahmen, liebe Freunde. Das sind Aufnahmen, die schon seit, ja, darf ich sagen, ja, Milliarden auf uns einstrahlen. Nicht nur auf uns. Diese Bilder werden auch von anderen Intelligenzwesen, die einen Körper haben, die keinen Körper haben, die aber das Instrument haben, es zu sehen, ohne weiteres auch schon seit Jahrmilliarden gesehen. Vielleicht sind es solche
Typen, wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen, ja, eine ganz andere Aufnahme von Hubble, und die schönste habe ich mir dieses Mal vorbehalten als letzte hier. Das ist, wenn ihr ganz genau schaut, hier seht ihr eine Art Vogel, die zwei, seht ihr hier die zwei Augen, dann diesen Art schnabelähnlichen, diese schnabelähnliche Form, dann hier die äußere Form, wie eine Eule sieht das aus, und im Inneren wie ein Ei, und in diesem Ei entsteht, wie gesagt, ein Phönix. Jawohl, das ist der Phönix, der aus der, ja, er kommt nicht aus der Asche, sondern das ist das sich neu bildende Geistwesen hier, das hier innerhalb dieser Konfiguration gebildet wird. Das ist im Augenblick die schönste Aufnahme, die ich euch hier für Weihnachten 2012 zur Betrachtung und zur Meditation zur Verfügung stellen will.